Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute werde ich dir zeigen, wie man diese wunderschöne Sockenspitze stricken kann. Meine 90-jährige Omi strickt ihre Sockenspitzen so schon seit ihrer Kindheit. Und das Beste an dieser Spitze ist wohl, dass nahtlos endet, dass ich diesmal auf eine noch einfachere Weise zeige. Und wenn du jetzt sofort mit dem Stricken loslegen möchtest, dann kannst du jetzt unten in der Videoleiste weiterklicken. Da werde ich in der Nachbearbeitung Kapitelmarker setzen. So kannst du mir, wenn du noch ein bisschen über die Spitze wissen möchtest, mir noch etwas zuhören. Oder wenn du schon mit den Stricknadeln in der Hand da sitzt und nur noch darauf wartest, wann du endlich deine ersten Maschen stricken kannst, dann hast du mit den Kapitelmarkern jetzt die Möglichkeit, hier einfach weiter zu klicken. Und für alle anderen gehe ich hier noch ein klein wenig in die Tiefe und erzähle etwas mehr. Diese Bandspitze wird am häufigsten gestrickt. Sie lässt sich sehr einfach stricken und sieht meiner Meinung nach auch am besten aus. Wenn man die Abnahmen im regelmäßigen Takt macht, wird die Sockenspitze etwas schräger. Hier nimmt man jede zweite Runde ab, aber man könnte diese Spitze auch etwas runder formen. Dafür muss man einfach den Abnahmetakt ändern. Am Anfang würde man hier einfach mehrere Runden ohne Abnahmen dazwischen stricken, dafür am Ende weniger. Beim Tragen finde ich aber beide Varianten gleich gut, deswegen stricke ich seit Jahren nur mal die ganz einfache schräge Bandspitze, denn da brauche ich nicht wirklich mitzählen oder mitdenken und wenn ich meine Stricknadeln einmal zur Seite lege, weiß ich immer, wie ich weiter stricken muss. Und warum man das sieht, das zeige ich dir jetzt, währenddessen wir gemeinsam die Sockenspitze stricken. Wenn deine Socke nun lang genug ist, beginnen wir nun mit der Sockenspitze. Wie man hier jetzt beim Thomas sehen kann, die Socke reicht nun bis zum Ende vom kleinen Zehen. Sie ist lang genug und ich kann mit der Sockenspitze beginnen. Es ist übrigens egal, ob du nun 14, 15 oder 16 Maschen pro Stricknadel hast, die Spitze geht immer gleich zu stricken. Ich stricke sogar Babysocken so. Ich mache meine Abnahmen immer am Ende von der ersten Stricknadel und am Anfang von der zweiten Stricknadel. Und auf der anderen Seite mache ich es dann genauso. Also am Ende von der dritten Stricknadel und am Anfang von der vierten Stricknadel. Ich befinde mich hier am Ende von der vierten Stricknadel, also hier oben bei der Ferse. Und nun beginne ich mit den Abnahmen. Ich stricke nun bis vor die letzten drei Maschen rechts. Dann stricke ich zwei Maschen links zusammen. Und die letzte Masche rechts. Auf der zweiten Stricknadel stricke ich erst eine Masche rechts, dann zwei Maschen links zusammen. Und alle anderen Maschen rechts. Die dritte Stricknadel. Ich stricke wieder bis vor die letzten drei Maschen rechts.
dann zwei links zusammen und die letzte Masche wieder rechts stricken. Und nun die vierte Nadel. Bei der vierten Stricknadel stricke ich wieder erst eine Masche rechts, dann stricke ich zwei Maschen links zusammen und alle anderen Maschen rechts. Das war jetzt unsere erste Abnahmerunde. In der nächsten Runde stricke ich alle Maschen nur rechts. Also ich stricke einmal einfach nur drüber. Am Ende von der ersten Nadel kann ich dir gleich zeigen, warum ich die Abnahme links stricke. Eine linke Masche sieht anders aus als eine rechte. Die linken Maschen schauen aus wie ein kleiner Knoten. Und wenn jetzt in der obersten Reihe so ein Knoten ist, habe ich in der vorigen Runde eine Abnahme gemacht. Und deswegen weiß ich, dass ich in dieser Runde nur rechte Maschen stricken muss. Hier habe ich jetzt eine Masche drüber gestrickt. Ich stricke die Runde nun weiter, alles nur rechte Maschen. Und genau das wiederhole ich bis zum Schluss. In der ersten Runde nehme ich vier Maschen ab und in der zweiten Runde stricke ich dann einfach nur rechte Maschen. Das mache ich bei Männersocken, bei Frauensocken, bei Kindersocken. Also egal wie viele Maschen du auf deinen Stricknadeln hast, die Bandspitze lässt sich bei jeder Größe so stricken. Jetzt kommt wieder eine Runde mit Abnahmen. Ich stricke nun bis vor die letzten drei Maschen rechts. Dann stricke ich zwei Maschen links zusammen. Und die letzte Masche rechts. Auf der zweiten Stricknadel stricke ich eine rechte Masche, dann zwei Maschen links zusammen und alle anderen Maschen rechts. Die dritte Stricknadel. Ich stricke wieder bis vor die letzten drei Maschen rechts. Dann stricke ich zwei Maschen links zusammen
und eine Masche rechts. Und bei der vierten Nadel stricke ich wieder erst eine Masche rechts, dann zwei Maschen links zusammen und alle anderen Maschen stricke ich rechts. Und jetzt kommt wieder eine Runde rechte Maschen dran. Wenn dir das Video weiterhilft, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal unterstützt. Auch dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Als Kanalmitglied oder mit dem Thanks-Button unter dem Video kannst du mich zum Beispiel auf einen Knäuel Wolle einladen oder du teilst dieses Video in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook oder in deinem Blog, in einem Video oder du schickst das einfach an Freunden weiter. Das alles hilft mir und meinem Kanal weiter, damit ich auch in Zukunft gute Videos für dich produzieren kann. Und das mache ich eben so weiter. Immer eine Runde mit Abnahmen und dann eine Runde mit nur rechten Maschen. Hier habe ich noch 6 Maschen drauf auf der Nadel und jetzt kommt meine letzte Abnahmerunde dran. Ich stricke wieder rechte Maschen bis vor 3 Maschen vom Ende, dann wieder 2 links zusammen. Eine rechte, also wie gehabt, das war die erste Nadel, bei der zweiten kommt ja die Abnahme am Anfang. Eine rechte, wieder 2 links zusammen, 3 rechte bei der dritten Nadel, die ist wie die erste Nadel, da kommt die Abnahme wieder am Ende. 3 Maschen sind noch drauf, wieder 2 links zusammen und eine rechte und die Nadel Nummer 4, also eine rechte, 2 links zusammen und alles nur rechte Maschen. Hier habe ich noch 5 Maschen drauf, das mache ich manchmal mit 4 oder mit 5. Das kommt einfach auf meine Laune drauf an, also heute mache ich die Spitze vorne minimal breiter, deswegen sind hier noch 5 drauf. Ich habe wieder die Runde mit den rechten Maschen und jetzt lege ich die Arbeitsnadel weg und stricke mit der vierten Nadel weiter, also mit dieser. Also ich stricke mit dieser Nadel einfach weiter, rechte Maschen. Und die Maschen der nächsten 2 Nadeln kommen auch auf eine Nadel drauf. Also die 2 kommen auch auf eine Nadel drauf. Lege die Arbeitsnadel wieder weg und stricke hier weiter. Und jetzt kette ich von beiden Nadeln gemeinsam ab. Ich mache das aber nicht auf der Außenseite, sondern auf der Innenseite. Bisher habe ich immer meine Nadeln hier durchgezogen, also hier durch. Aber von euch habe ich ja gelernt, dass das verkehrt herum noch etwas leichter ist. Und deswegen ziehe ich jetzt
nicht die Nadeln durch, sondern die ganze Socke. Ich werde hier die Socke durch dieses Loch durchziehen. Also ich gehe einfach mit der Socke nun auf die andere Seite. Ich drehe die einfach um. Und nun kette ich von beiden Nadeln gemeinsam ab. Einmal durch den vorderen und einmal durch den hinteren. Und beide von der Nadel gleiten lassen. Einmal durch den vorderen und einmal durch den hinteren. Und die erste über die zweite ziehen. Und währenddessen ich nun abkette, sage ich schon einmal vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich über deine Unterstützung. Entweder als Kanalmitglied oder mit dem Thanks-Button kannst du dafür sorgen, dass ich immer genug Sockenwolle zu Hause habe. Oder wenn du eben das Video teilst. Teile es in Facebook, in deinem Blog oder schicke es Leuten weiter, die es auch interessiert. So lernen auch andere Leute meine Videos kennen und das hilft meinem Kanal noch weiter zu wachsen. Faden abschneiden und durchziehen. Ich bin für jede Unterstützung unglaublich dankbar und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.